Am letzten Septemberwochenende war es endlich wieder soweit. Ein wunderschöner Turn mit der Passion zusammen mit meiner Freundin Viola und natürlich Light. Da war alles dabei, von richtig viel Wind bis Sonne. Und hier sind ein paar Impressionen davon. Am Freitag ging es für uns von Stavoren nach Lemmer, denn mein Trainer und Freund Tommy wollte Geburtstag feiern und wir waren eingeladen. Das war ein sehr anspruchsvoller Turn, denn auf dem Weg dorthin hatten wir verdammt viel Wind. Ich hatte im Hafen in Stavoren schon vorsorglich das zweite Reff eingebunden, denn ich hatte mir die Wetterberichte angesehen. Es war eine 4 bis 5 angesagt, aber nach diesem Sommer weiß man, draußen ist meistens mehr los, als angekündigt ist. Und ich hatte mir auch den Bühnenradar angeschaut, gesehen, dass da so das eine oder andere Windfeld übers Eiselmeer ziehen wird, während wir unterwegs sind. Und es war, was soll ich sagen, genau die richtige Entscheidung, denn kaum, dass wir ja das Ende des grünen Tonnenstrichs vor Stavoren erreicht hatten, hat es uns richtig gepackt und es war wohl sehr anspruchsvoll, aber ich habe auch wieder gemerkt, in den letzten 6 Monaten habe ich verdammt viel gelernt. Ich konnte die Situation sehr gut handeln, die Passion hat sowieso super gemeistert und mir wurde mal wieder bewusst, was für ein Glück ich habe, dass ich dieses Boot hier gekauft habe. Im zweiten Reff und mit gereffter Genua, und zwar richtig gereffter Genua, ging es flott übers Eiselmeer. Ihr habt es gesehen, wir hatten mit unter 7,5 Knoten das erste Mal, dass ich wirklich auf Wellen gesurft bin. Wir hatten achterlichen Wind und es war einfach herrlich und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Meine Freundin Viola, die jetzt zum zweiten Mal mit war auf der Passion und zum zweiten Mal segeln, die hat den achterlichen Windkurs, also den Raumschubkurs, zu ihrem Lieblingskurs erklärt nach diesem Turn. Denn wie ihr sehen könnt, war das Wetter herrlich. Und wir hatten das Eiselmeer quasi für uns alleine und haben die Fahrt wirklich genossen. Auch wenn es für mich konzentrationsmäßig wirklich anstrengend war, weil ich musste die ganze Zeit alles richtig im Blick behalten. In Lemmer haben wir dann einen wunderschönen Abend verbracht, eine tolle Geburtstagsparty und am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder los von Lemmer nach Medenblick rüber. Das erste Mal für mich. Ich hatte mir vorgenommen, dieses Mal nur noch Kompasskurs zu fahren und das hat hervorragend funktioniert. Die Passion kann exzellent sehr hoch am Wind segeln und ihr seht, im Gegensatz zum Tag vorher hatten wir wenig Wind, aber auch wunderschönes Wetter zum Segeln. Das gab mir aber auch mal die Gelegenheit, mich wirklich mit dem Segeltrim auseinanderzusetzen. Ich war sehr stolz auf mich, dass ich meine Segel dieses Mal so gut getrimmt habe, dass wir trotz des wenigen Windes unsere 4,5 Knoten gemacht haben. Ist nicht so einfach, Segeltrim. Da werde ich mich im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr mit beschäftigen müssen. Da seht ihr, es Light hat gechillt, während wir da ganz smooth übers Eiselmeer gesegelt sind. Und Viola an der Pinne, die hat es auch sehr genossen. Von dem Turn gibt es nicht so viele Videos, deswegen hier ein paar Bilder. Thank you.
unser Ziel war das Regatta Center Medenblick, denn im Stadthafen war alles voll und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Ich hatte mich sonst immer gesträubt, dahin zu fahren, aber ich finde den Hafen wirklich ganz schön. Man kann dort wunderbar mit dem Hund spazieren gehen, hat alle Annehmlichkeiten. Und ein kleiner Tipp für alle, die mit vielen Menschen unterwegs sind: hier wird nicht nach Person abgerechnet. Aber zum Hafen selber werde ich auch noch mal ein eigenes Video machen. Ich habe ein paar wunderschöne Drohnenaufnahmen gemacht. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt. Weiteres kleines Highlight: Sandra und Michael von der Sommerbrise sind auch zeitgleich nach Medenblick gefahren und dort haben wir dann einen schönen Abend mit den beiden verbracht. Ja, und dies war der erste kleine Teil von meinem Herbsttörn. Der Rest folgt in einem weiteren Video. Eure Jules.